5. November 2038. 21.14 Uhr. Todd? Essen ist fertig. Ja, ich komme. Und somit herzlich willkommen zurück hier bei Detroit Become Human. Sind wir nun wieder bei Kara und Todd. Serviere das Essen. Können wir wohl nichts machen? Schade. Lass mich geraten, in den oberen Stock können wir auch nicht gehen. Dann servieren wir doch mal das Essen für Todd und Alice. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Hör auf, rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös. Ganz gut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißschlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein! Es ist alles deine Schuld! Komm wieder her. Komm wieder her! Komm sofort hierher! Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Die Schlampe ist einfach ab. Wir müssen uns dagegen wehren. Ich kann nicht damit durchkommen. Durchbrich die Mauer. Beschütze Alice. Überzeuge Tom. Dort haben wir keine Chance. Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Nein, Daddy, nicht! Tu mir nicht weh! Bitte!
Gefängnis. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl. Nein, lassen Sie sie in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Scheiße. Vorsicht, Kara! No! Komm her, Miststück. Keine Ahnung. Quick-Time-Events. War nie meine Stärke. Das war jetzt aufregend. Nee, verdammt. Aber wir haben es geschafft. Stürmische Nacht. 23% abgeschlossen. Was? 23%? Warte. Programm knacken. 97%. Kara wird zum Aufweichler. 97%. Nach oben gehen. 97%. Waffe nehmen 50%. Alice Nachtod erreichen 74%. Kara tötet tot 45%. Vor der Tür öffnen zum Bus rennen. Kara hat tot erschossen 45%. Auch wieder 6 verschiedene Enden. Das Spiel ist einfach unglaublich. November 2038. 21.42 Uhr. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können.
Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Ja, hier sind wir nun wieder bei Marcus und Carl. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Einen schönen, leckeren Scotch. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Carl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Komm schon, Carl, du musst doch nicht mitkommen. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Bringe Leo zum Gehen. Raten. Hey, die Polizei ist unterwegs. Geh jetzt lieber, bevor du Schwierigkeiten bekommst. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein Scheißklumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Oh. Shit. Also, warum denkst du? Leo. Oh mein Gott! Leo! Mein kleiner Junge. Carl, ich... Sie werden dich zerstören, Marcus! Du musst jetzt gehen! Verschwinde hier! Carl, nein. Nein, bitte. Ich möchte sie nicht verlassen. Bitte. Ich möchte nicht gehen. Verschwinde! Los! Geh! Marcus! Keine Bewegung! No. Nein, wieso? Polizei hielt Marcus für den Angreifer. Scheiße. Das war ein Fehler. Ich dachte doch nicht, wenn ich ihn schubse, dass er gleich stirbt, Mann.
Hier hätte es noch einen anderen Weg gegeben, also hätten wir Carl gar nicht mitnehmen müssen. 68% abgeschlossen. Gebrochen. Ja. 47%. Oh Mann. Das war jetzt eine aufregende Folge. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass Marcus überlebt hat. Irgendwie. Ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.